Ja, 100%. Jetzt habe ich auch geschafft. Weil wir durften halt nicht schwimmen und wäre ich geschwommen, dann hätte ich keine 100%. Dann hätte ich es aber auch beim ersten Mal geschafft. Also, naja. Dann machen wir die Sequenz gerade noch zu Ende. Komm, wenn wir schon dabei sind. Welche unglaubliche Preise ich euch biete, verehrte Kunden. Ihr... Hier sieht man auch die Stiefel und Armschützer. Jetzt haben wir hier komplett Zeus Nova. Ciao, Signore. Und empfiehlt uns bitte weiter. Das wollte ich jetzt nicht, aber ich wollte eigentlich noch mit dem sprechen hier. Rauchbomben natürlich. Ammunition. 10 Kugeln. Beehrt mich wieder, wenn ihr wieder hier seid. Jo. Gehen wir hier rein und beenden wir die Sequenz, kommen. Wie geht's in Roma? Sehr gut, Ezio. Die französischen und päpstlichen Truppen sind in Aufruhr. Dann ist es fast soweit. Ruft die Assassinen zusammen und holt Claudia. Sogleich? Ja. La Ashaya Vakin Mutlak, Belkulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Claudia, wir widmen unser Leben dem Schutz von Freiheit und Menschlichkeit. Mario, unser Vater und unsere Brüder standen einst an diesem Feuer, um das Dunkel zu besiegen. Jetzt gebe ich dir die Wahl. Trete bei. Ihr und ich, wir waren uns in vielen Dingen nicht einig. Niccolò! Aber ihr seid genau das, was der Orden brauchte. Ihr habt den Angriff auf die Templer geführt und die Bruderschaft neu aufgestellt. Nun muss Ezio den Platz einnehmen, der ihm zusteht. Als Anführer der Assassinen. Ezio, Auditore da Firenze. Von heute an seid ihr Il Mentore, der Hüter des Ordens und seiner Geheimnisse. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenkend. Nicht ist es nicht wahr. Wo andere begrenzt sind von Moral oder Gesetz, bedenkend. Alles ist erlaubt. Erlaubt. Warum dieser schnelle Sinneswandel? Ich war stets auf eurer Seite. Ich war es, der euch nach Roma brachte und der die Explosion verursachte, als ihr aus der Burg floht. Die Mercenari, die euch im Kolosseum beschützten, waren auch meine. Nur, dass ihr es nicht wusstet. Maestro Machiavelli! Cesare kehrt allein nach Roma zurück! Und er reitet zur Engelsburg! Grazie. Nun? Es ist eure Entscheidung, nicht meine. Niccolo, hört bloß nicht auf zu sagen, was ihr denkt. Warum sonst sollte ich nach der Meinung meines besten Beraters fragen? Dann tötet sie, Mentore. Vollendet euer Werk. Ein guter Rat. Eines Tages schreibe ich ein Buch über euch. Tut ihr das? Fasst euch kurz.
Erinnerung, Sequenz 7 beendet. Sehr schön, Sequenz 8, Jungs. Huhu, und es hat ja nur 9 Sequenzen plus noch die Gegenwartsmission am Ende. Freut ihr euch auch drauf? Ich auch. Sequenz 8, die Borgia. Wir gegen den Gegenstände bei Schmieden. Gucken wir uns gleich an. Ich habe mir bestimmt gedacht, dass ja auch wieder neue Rekruten, beziehungsweise meine Rekruten, wieder da sind. Also wieder back in town sind und so. Ich habe mir neue Aufträge und wir sind schwieriger. Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten gefunden. Vielleicht nächstes Mal. Vielleicht, mein Freund, vielleicht. Diebesmission, Auftragsmission. Jede Menge. Und ein Templeragenten. Klingt nach dem, was ich gerne machen werde. Ich werde nämlich jetzt erstmal wieder reingehen. Und ans Kaserne und Diebesgilde gehen, Aufträge abholen. Dann in die Gegenwart nochmal gehen, mit den anderen reden. Und dann daraufhin. Ja. Mich auch verabschieden. Dann reicht es auch erstmal wieder für heute. Ich habe bestimmt jetzt 2 Stunden, 3 Stunden aufgenommen. Mal gucken. Insgesamt. Ja, fast 2 Stunden. Die Aufnahme läuft immer noch sehr schön brav vor sich hin. Und die sowieso. Alles gut, alles gut. Natürlich haben wir jetzt auch wieder ein Templer-Versteck. Da Ding, Teil. Ne? Keine Ahnung, ob ich das auch noch mache. Eure Erfolge schrecken dem Papst auf. Rodrigo hat weitere Mitglieder der Kurie benannt, um die Regierung mit Männern zu besetzen, die den Borgia ergeben sind. Machiavelli kennt sie gut. Ich auch. Schon sehr bald. Ah, Penthesilea ist eine gute Frau. Jede Menge muss ich da noch machen. Ich hatte nachsehen, um sie zu finden. Okay, neue Auftragsattentate. Ja, jede Menge hier. 1. Ne, jede Menge, ne? 1. Ach, da sind 2, genau. Und da ist auch noch Romulus Versteck. Ja, also 3 haben wir ja schon mal hier gefunden, ne? Plus ein Templer-Agenten noch. Da unten, den wir auch noch machen werden. Das Templer-Versteck werden wir jetzt auch noch machen. Und die 2 hier und hier, das Versteck von Romulus auch noch natürlich, ist klar.
Diebesgilde. Wir haben jetzt ja viel in der Aufnahme geschafft, ne? Also ein Templer-Agenten, zwei Romulus-Verstecke, eine komplette Sequenz in 2 Stunden. Läuft. Natürlich muss man sagen, jede Sequenz ist immer ein Stück anders. Kommt man anders immer durch. Also manche ist dann vielleicht muss ich ein paar Mal mehr versuchen. Als jetzt bei der Sequenz 7. Obwohl ich da ja auch ein paar Mal wiederholt habe, aber da eher aus, weil ich es wollte, weil ich selber wollte. Ezio, eure Hilfe war unbezahlbar. Jetzt müssen wir die Cento Occhi erledigen. Nur ihre Anführer kennen die Borgia. Eliminiert sie und die Bande wird sich auflösen. Ich spreche mit euren Spionen. Bene. Sorry. Viel Spaß, La Volpe, noch, ne? Seht euch meine Angebote an. Kurz auf die Karte gucken. So, jetzt haben wir auch hier wieder ein paar. Genau da noch. Dann hier. Da noch. Also wir haben noch ein paar Diebesaufträge, also noch ein paar Nebenmissionen zu machen. Da keine Sorge, das werden wir in der nächsten Aufnahmesession machen. Und dann fangen wir vielleicht mit der Mission an. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich werde jedenfalls jetzt mal speichern. Und den Animus verlassen. Zu Lucy, Rebecca und Sean zurückkehren und mal mit denen ein bisschen reden. Wenn das klappt, also wenn es wieder geht. Keine Ahnung. Manchmal ist das ja auch irgendwie komisch. Es wird mir angesagt, ich kann mit denen reden, obwohl ich nicht mit denen reden kann. Naja, egal. Ich versuch's einfach mal. Lucy ist auch wieder da. Steh langsam auf. Ja, ja. Gibt's gute Geschichten über Cesare? Machst du Witze? Er war berüchtigt. Hör zu, 1502 rebellierten seine Obristen gegen ihn. Er machte Zugeständnisse und sie kehrten zu ihm zurück. Dann, am Silvesterabend 1503, versammelte er sie in einem Raum in Senigallia. Sie wurden alle verhaftet. 2 band man Rücken an Rücken und Micheletto erwürgte sie. Der Rest wurde in Ketten gelegt und kurz darauf hingerichtet. Wow. Das Erstaunliche daran ist, dass Cesare so freundlich in den Monaten davor war, dass niemand die Falle bemerkte. Machiavelli nannte ihn Meister der Täuschung. Also war Cesare sehr verschwiegen. Ja, das war er, ja. Außer, wenn es um Sex ging. Nach seiner Hochzeit schrieb er dem Papst einen Brief, in dem er ausführlich seine Hochzeitsnacht schilderte. Dem Brief zufolge haben Cesare und seine französische Braut es 8-mal getrieben. Ist das nicht typisch katholisch? Was? Dass man dem Papst im Detail seine Hochzeitsnacht schildert. Den alten Mann ein bisschen teilhaben lassen, weißt du? Im Ernst? Das klingt echt ziemlich plausibel. Interessant. Ich muss mich konzentrieren, Desmond. Okay. Wie lange haben wir bis zum Start des Templar-Satelliten? Am 8. Oktober. Dann bleiben uns noch 74 Tage. Nicht viel Zeit. Denk an das, was wir im letzten Monat erlebten. 74 Tage sind eine lange Zeit. Wir kommen dem Apfel näher. Ich kann es spüren. Wenn's nach mir ginge, hättest du mehr Pausen.
Zum Glück liegt das Schicksal der Welt nicht auf deinen Schultern. Hey, blödel ruhig rum, aber deine geistige Gesundheit ist ein ernstes Thema. Die meisten Animus-Benutzer brauchten nur kurze Zeit, um extreme Nebenwirkungen zu entwickeln. Und du warst immer sehr lange da drin. Wenn wir den Apfel haben, ruhe ich mich aus. Das habe ich befürchtet. Wir haben zu tun. Ja, ja, ich will ja nur ein bisschen mit euch reden. Diese defekten Erinnerungen werden klarer. Erstaunlich. Die Sequenz repariert sich selbst, als ob wir dir helfen, ein psychologisches Trauma zu verarbeiten. Dann werde ich nach alledem viel ausgeglichener sein? Oh, das weiß ich nicht. Aber die Idee ist cool. Sagst du das, weil du dich schuldig fühlst, dein Hirn gegrillt zu haben? Sean kriegt Toilettendienst. Okay. Ah, ja klar hältst du zu ihr. Kommunisten. Wir reden später. Bin beschäftigt. Ja, ja, wir gucken noch kurz in die E-Mails. Nichts Interessantes. Sehr nett von Lucy. Wenn dann kurz bei Lucy rein. Okay. Alles klar. Du
Du weißt, wie gerne ich über sowas rede, Desmond, aber ich hab zu tun. Keine Zeit zum Reden. Wir reden später. Alles klar. Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Ja, ja, alles klar, okay. Es ist alles bereit. Ich geh jetzt da rein und mach sie fertig. Also Sequenz 8 sind wir jetzt. Schön. Sehr schön. So. Genau, erstmal speichern und dann noch nicht beenden. Mache ich dann jetzt aber gleich, zumindest beende ich jetzt die Aufnahme. Hat mir wieder sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Also vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Bewerten. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr mehr. Schreibt einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Oder schreibt Verbesserungsvorschläge rein. Ansonsten abonniert, wenn ihr immer jedes Video direkt von Anfang an sehen wollt. Und wenn es da rausgekommen ist. Ansonsten sage ich schon, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!